Hallihallo, danke für dein Einschalten. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Lass uns mal gucken, was hier so los ist. Und du weißt, es ist eine allgemeine Legung. Schau daher bitte, ob das ganze Spektakel hier überhaupt auf dich passend und stimmig ist. Zweitens, Triggerwarnung ist möglich, mach es dir bewusst. Drittens, zeigt sich hier dein Gegenüber, können die Rollen vertauscht sein. Also, dass du dich eher in dieser Energie wiederfindest. So. Lass uns mal gucken, was hier so in den energetischen Umlaufbahnen los ist. Was zeigt sich hier? Oh, das Andenkreuz. Toll. Sehr schön. Eine Karte hätte ich dazu bitte noch. Dankeschön. Der Jäger wird zum Gejagten. Das kommt mir hier sofort rein. Der Jäger wird zum Gejagten. Na dann. Mach mal damit was, mach mal jetzt mit der Aussage, was du möchtest, ja? Und der Jäger wird zum Gejagten. Nun gut, was haben wir denn hier? Finde ich eine recht starke Nachricht. Also das Andenkreuz, die erste Karte. Das steht für Dimensionen, Portale, Ebenen, ja? Hier zeigt sich eine Situation an, die sich neu eröffnen wird. Die sich neu zeigt. Ja, es ist ein Aufstieg, es ist ein Weiterkommen, ein Vorankommen. Ja, man wird auf dieser Ebene, auf der man jetzt ist, nicht verharren, nicht bleiben, denn es steht ein Aufstieg bevor. Ein Aufstieg in einer neuen Ebene, ein neues Portal wird sich öffnen, wird sich zeigen, Möglichkeiten werden sich offenbaren, um hier etwas Grundlegendes und Neues zu erschaffen, zu verändern und dadurch voranzukommen. Ja, also, wenn du gerade in einer sehr schwierigen Situation bist, diese Situation ist temporär. Das bedeutet, die wird vorübergehen, weil sich hier jetzt nun eine Tür öffnen wird und diese Tür wird dir den Weg weisen zu einer Möglichkeit, zu einer Lösung, was du tun, was du machen kannst. Für die meisten geht es hier aber eher tatsächlich darum, eine geistige Reife zu erleben, neu zu erfahren, ja, spirituell aufzusteigen. Es geht dabei, gewisse Dinge von einer höheren Warte nun auszubetrachten und zu sehen und zu erkennen, um demnach das ganze Geschehen, das passiert ist, zu reflektieren, ja, um sich das ins Bewusstsein zu ziehen. Worum es eigentlich wirklich geht, das, was du vorher nicht erkannt hast, soll nun erkannt werden. Und hier wird, das ist etwas Spirituelles, und hier wird dir eine Möglichkeit gegeben, damit du die Chance hast, um diese zu ergreifen, damit du endlich für dich selber gewisse Erkenntnisse erlangen kannst, um damit zu arbeiten. Wir haben hier das Kind. Es geht darum, hier in eine kindliche Energie zu gehen, in eine kindliche Energie zu kommen. Es heißt hier nicht, dass du naiv sein wirst. Nein, nein, nein. Es geht um die Energie des Kindes dahinter. Wie sind die Kinder, wenn sie noch klein sind? Die sind unvoreingenommen, frei von Werten und Moralvorstellungen. Sie sehen einfach die Welt aus einer ganz anderen Sichtweise. Eben weil die noch nicht so manipuliert sind, weil sie noch nicht so beeinflusst sind von außen, weißt du, verstehst du, wie ich das meine? Die Kinder haben ihre ganz, ganz eigene Sicht auf die Dinge, ne? Und darum geht es jetzt, die Welt aus den Augen eines Kindes zu sehen. Die Welt ist schön, bunt, ja, alles ist frei, unbeschwert, lachen, spielen, sich keine Sorgen machen, keine Gedanken machen. Es ist einfach so, in diese Leichtigkeit zu kommen, in diese Leichtigkeit, in die Fröhlichkeit, ja, und da wirst du jetzt emporgehoben werden, damit du diese Leichtigkeit erfahren kannst, ja, weil es dir hier aber auch leichter gemacht werden soll.
weil du aus einer schwierigen Situation nun rausgehen darfst. Ja, und dabei wirst du unterstützt, du kriegst sehr viel Input. Und dieser Input wird dir sehr, sehr dienlich sein. Wir haben hier den Jäger. Der Jäger, der wird zum Gejagten werden. Es kann sein, dass du dich irgendwie verfolgt, dass du dich irgendwie so gefühlt hast, als würdest du verfolgt werden. Etwas könnte hier sich permanent immer und immer wiederholt haben, ja? Irgendwas hat dir hier keine Ruhe gelassen. Na? Und nun geht es darum, dass genau diese sich wiederholenden Mechanismen, dass die nun abgelöst werden, damit du emporsteigen kannst, damit du erkannt hast, dass eigentlich das, was sich hier ständig für dich und permanent wiederholt hat, eigentlich nur dein eigenes Konstrukt war. Ja, das war deine eigene Grundeinstellung, das war dein eigenes Muster, dein eigenes Raster. Ja, du hast hier vieles durchbrochen. Alte Grundeinstellungen aus der Vergangenheit, die sich immer und immer wiederholt haben, hast du durchbrochen oder werden noch durchbrochen werden. Es kann hier sein, dass du auch schon unter Beobachtung stehst. Ja, es kann hier wirklich sein, dass hier eine Person in deinem Umfeld ist, die dich beobachtet, ja, die deinen Werdegang hier beobachtet, sich hier jetzt aber noch momentan zurückhält, weil dir diese Person die Chance geben möchte, dass du dich hier weiterentwickeln kannst und du sollst auch weiterentwickelt werden. Es ist irgendwie so, die Person wartet hier auf den richtigen Zeitpunkt. Hier ist eine Person, die wartet darauf, dass du so weit bist, um diese wunderbare kindliche Energie zu kommen, damit man dementsprechend auch bei dir andocken kann. Also, dass es hier irgendwie weitergehen kann. Also, pass mal auf, ich habe es hier folgendermaßen. Du bist gerade hier momentan voll in deinem Prozess drinne, ja? Etwas findet hier nun einen Abschluss, du wirst emporgehoben werden. Hier weiß eine Person ganz genau Bescheid, was gerade mit dir passiert, was gerade um dich herum geschieht. Ja, dass du gerade in einem transformativen Prozess drin steckst. Und diese Person hält sich hier momentan noch zurück, ja, weil sie dich einfach in deinem eigenen Heilungsprozess nicht stören will. Die Legung hatten wir gestern, glaube ich. Hier ist ein Mann, hier ist eine Frau, die weiß ganz genau, was bei dir gerade momentan los ist. Die weiß sehr viel über dich. Davon hast du hier jetzt noch gar keine Ahnung, das weißt du nicht. Das zeigt sich hier jetzt aber nicht als negativ an, gar nicht. Ne? Man hat dich hier im Visier, man hat dich im Blickfeld, ja, und wartet eben dementsprechend darauf, dass du einen gewissen Blickpunkt neu erreichst, um eine Situation anders einzuschätzen, neu einzuschätzen, einzusortieren, umzustrukturieren, ja. Es ist irgendwie so, ich will nicht sagen, dass du hier irgendwie auf dem falschen Weg bist. Nein, es geht einfach hier nur um eine ganz wichtige Erkenntnis in Bezug auf eine Person und diese Person wartet darauf, dass du diese Erkenntnis bekommst. So, um sie jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Weißt du, wie ich das meine? Es kann sein, dass du dich hier auf eine Person fixiert hast, und dabei ging es eigentlich die ganze Zeit um eine ganz andere Person. Weißt du, wie ich das meine? Das kann hier wirklich gut durchaus möglich sein, ja? Fühl mal in dich hinein, ob das passen könnte. So. Nun will ich wissen, worum es hier eigentlich wirklich geht. Ja, ich sag's ja, mit den Eulen haben wir hier Erkenntnisse, ja. Erkenntnisse, die noch im Verborgenen sind. Deswegen ist es wichtig, dass du emporgehoben wirst, um eben diese Erkenntnisse zu bekommen. Das ist ganz wichtig. Geht hier auch um das Thema Vertrauen, Ankommen, eine neue Basis soll aufgebaut werden. Etwas ist dir noch unbewusst. Ja, genau. Etwas ist dir hier noch sehr unbewusst. Aber warte mal, ich muss das gleich mal im Kontext lesen. So.
Also, es geht hier wirklich um ganz wichtige Erkenntnisse, die jetzt noch nicht vorliegend sind. Ja, etwas fehlt dir hier. So, und nun ist es so, dass eine Energie von außen auf dich zukommen wird, um dich dahingehend zu unterstützen, eben dass du diese Erkenntnisse bekommst. Ja, weil hier ist eine Fehlinformation. Etwas fehlt. Ja, etwas, worüber du hier noch gar nicht Bescheid weißt. Es geht hier um Botschaften, um Mitteilungen. Ja, irgendeine Rückantwort könnte fehlen. Irgendein wichtiges Puzzleteil, ja, das sich momentan noch nicht zusammenfügen lässt, fehlt hier. Also etwas fehlt hier wirklich so enorm. Und das kann wirklich damit im Zusammenhang stehen, dass es hier von einer Person ausgehend ist. Ja, dass du hier auf eine Person blickst, die diese Information schon längst in sich trägt, die aber noch nicht sagen kann, weil du noch im Prozess bist. Die Person darf sich hier in deinem Prozess nicht einmischen, ja, sonst würdest du abgelenkt werden. Das ist eine Lernaufgabe hier für dich, ne? Und diese Erkenntnis muss von dir aus alleine kommen, nicht von dieser Person, die dir diese Information, die fehlt, geben kann. Weißt du, wie ich das meine? Du musst alleine dahinter kommen. So würde ich das sagen. Weißt du, das ist ein Learning by Doing sozusagen, ne? Und darum geht es hier jetzt eigentlich im Endeffekt. Darum geht es wirklich. Ja? Das ist die Kernaussage. So. Weil hier soll sich wirklich eine positive Veränderung einstellen. Das haben wir hier auch mit dem Andenkreuz. Ja, eine Dimension, eine neue Dimension erreichen, ein neues Level erreichen. Hier solltest du wirklich vorangehen, vorankommen. So, und dahin wirst du auch dahingehend unterstützt werden, weil es auch so sein darf. Ja, hier soll ja etwas zu dir kommen. Aber das, was zu dir kommen soll, soll nicht von dieser eigentlichen Person ausgehen, sondern von dir selber. Weil das hier ein ganz, ganz wichtiger spiritueller Lernprozess für dich ist. Ja, hier geht es um viel Lernen. Ne? Und das ist keine Abstrafung. Nein, es dient dir, deiner Seele, deinem Vorankommen, deinem spirituellen Wachstum. Ja? So. Und es geht auch darum, hier, dass ein neues Fundament aufgebaut werden soll, kann und darf, eben weil du hier eine neue Dimension beschreiten wirst. Wie diese Dimension für dich aussehen mag, ist für jeden unterschiedlich. In der Kernaussage ist einfach, hier kommt ein Aufstieg rein, der dich echt enorm pushen wird, ja? Und der wird dich so dermaßen pushen, dass du auch irgendwie dazu fähig sein wirst, gewisse Dinge anders zu sehen. Du wirst eine komplett andere Grundeinstellung bekommen. Ich glaube, raus aus dem Negativen, eher so rein in das Positive, rein in diese kindliche Energie, die sich hier so dermaßen präsent anzeigt. Ne? Und das ist eben diese Leichtigkeit, Fröhlichkeit, ja, Spaß haben, erleben, machen, tun, auf Bäume klettern, Sand essen. Was so experimentierfreudig halt einfach. Du wirst ausprobieren. Das, was du dir vielleicht vorher nie zugetraut hättest, wirst du ausprobieren können. Ja, warum? Weil du das dir zutraust, weil du auch eine gewisse Grundeinstellung hast und sagst, naja, ich kann es ja nur dann wissen, wie es ist, wenn ich es mal ausprobiere. Weißt du, du wirst lockerer werden. Du wirst einfach lockerer werden. Nicht mal so verbissen, nicht mal so stur. Ego wird runtergeschraubt. Kinder sind frei von Ego. In ihren Anfangsjahren sind die komplett frei von Ego. Die kennen sowas nicht. Und dahin soll es auch wieder für dich gehen, ja? Dass hier eine Einheit endlich dabei ist, sich einzustellen, damit es dir möglich ist, Herz und Kopf in einem absoluten Gleichgewicht zu bringen. Ich habe hier irgendwie die Absolution ausliegend für dich. Das Ganzheitliche. So. Und da darf es für dich nun hingehen, weil du hast hier schon sehr viel gelernt. Du bist auch schon sehr weise und sehr klug. Du bist aber auch wiederum sehr verschlossen. Du weißt sehr, sehr viel, ne? So, nun geht es darum, dieses Wissen, das du dir mit der Zeit angelangt hast, anzuwenden, damit du dir dadurch ein neues Fundament aufbauen kannst. Es geht hier wirklich um viel Stabilität, Grundstabilität, ja? Etwas soll sich grundsätzlich neu auf- und ausbauen. Es ist irgendwie wie ein neues Leben hier, einfach nur ein neues Level. Du wirst hier so hoch gepusht, weil es jetzt nun dafür an der Zeit ist, ja? Weil hier möchte die positive Veränderung rein, die will reinkommen. Es kann auch sein, dass du es irgendwie auch schon spürst. Du sehnst dich vielleicht danach. Vielleicht hast du davon auch schon geträumt, dass sich etwas Positives für dich zeigt und einstellt, ja? Es geht hier auch um Träume. Was ist mit deinen Träumen? Kriegst du Botschaften darüber vermittelt? Wie sieht's aus mit den Tieren? Es kann sein, dass du vielleicht in der letzten Nacht oder vor ein paar Tagen oder du wirst es noch von einer Eule träumen.
dann hinterfrag dich das mal. Das kann hier ein Zeichen für dich sein, ja? Dass du hier mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Etwas hat hier eine sehr, sehr lange Zeit gebraucht, ja? Und die geistige Welt sagt, jetzt ist es an der Zeit. Es ist jetzt das perfekte Timing für deinen Aufstieg, für deinen eigenen Aufstieg. Damit du etwas aus einer höheren Warte aus betrachten kannst. Und das ist wichtig, dass es von dir auskommt. Nicht von der Person, für die meisten ist es ja einfach ein Gegenüber. Nicht von der Person, die das eh schon weiß. Ja, die kann dir das nicht bringen, die kann dir das nicht liefern. Das muss von, wie gesagt, von dir aus alleine kommen. Learning by doing. Ne? Dein Gegenüber, der weiß sehr, sehr viel. Der weiß wirklich viel. Also auch wenn du es nicht für wahr haben kannst, auch wenn du jetzt sagst, das ist doch Quatsch, was ich hier erzähle. Na, warte mal ab. Na, sofern das hier überhaupt deine Legung ist. Aber warte mal ab. Hier ist ein Gegenüber, der wird bei Zeiten eh die Bombe platzen lassen. Und dann wirst du baff sein. Damit hast du nicht gerechnet. Wenn ihr keinen Kontakt habt, eine lange Zeit nichts voneinander gesehen oder gehört habt. Dieser Mann, dieser Frau weiß verdammt viel, auch was bei dir gerade los ist. Auch wenn ihr, wie gesagt, keinen Kontakt habt. Er weiß es sehr wohl, oder sie. Und das schätze ihn oder sie hier nicht. Mach das nicht. Mach das nicht. Das kann ich dir nur sagen. Unterschätze ihn oder sie nicht. Ist jetzt hier natürlich nur eine kleine Randgruppe. Ne? Kann hier natürlich nicht auf jeden zutreffen. Daher fühl bitte mal in dich hinein, ob es sein kann. Ne? Wenn du dir sagst, nee, das ist jemand, der hat an sowas nie geglaubt, so an spirituelle Gegebenheiten. Der hat an sowas nie geglaubt und hat es auch immer gesagt und hat auch daran festgehalten und. Du weißt nicht, was bei deinem Gegenüber passiert ist. Wenn ihr jetzt hier, wie gesagt, eine lange Zeit keinen Kontakt gehabt hattet, du kannst es nicht zu 100% wissen, was bei ihm oder bei ihr wirklich passiert ist. Denn hier ist ein Gegenüber, der weiß ganz viel. Mehr, als du es jetzt schon wahrhaben kannst. Na? Also, unterschätze das Ganze nicht, unterschätze vor allem hier auch dein Gegenüber nicht. Das möchte ich jetzt nochmal erwähnt haben. Das ist nicht böse gemeint, aber nur weil du der Meinung bist, ihn zu kennen, heißt das noch lange nicht, dass du ihn wirklich wahrhaftig kennst. Ne? Und wie gesagt, wenn ihr keinen Kontakt habt, alles ist möglich. Ich habe es selbst erlebt, alles ist möglich. Und auf den verschiedensten Arten und Weisen. Da war ich einst selbst auch schon sehr oft baff, weil ich das gewissen Personen niemals zugetraut hätte. Niemals. Und plötzlich kommen sie um die Ecke und erzählen dir sowas. Ja. Gut. Eine sehr spannende Legung, also viel auf dich gerichtet, ne? Und dein Gegenüber, der ist sehr geheimnisvoll unterwegs. Der weiß ganz, ganz, wie gesagt, ganz, ganz viel, was du jetzt selbst noch nicht weißt. Und wie gesagt, er darf hier nicht dazwischen grätschen. Er darf hier nicht dazwischen grätschen, weil es hier für ihn einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Er muss sich hier noch zurückhalten. Weil für dich ist es jetzt erstmal wichtig, dass du hochkommst, ja? Dass du aus diesem Negativen rausgehst und rein in das Positive. So, und da muss er sich halt zurückhalten, ne? Weil das dein Prozess ist, das ist deine Lernaufgabe, deine Lernthematik und du sollst nicht abgelenkt werden. Dann, wenn du so weit bist, dann kommt er hier auf dich zu und wird die Bombe platzen lassen. Glaub es mir, er weiß ganz viel. Und wie gesagt, wenn du sagst, nein, es kann nicht sein, ja, du kannst es nicht zu 100% wissen. Du kannst jemanden noch so gut kennen. Aber eins weißt du zu 100%ig nicht, was wirklich in ihm drin steckt. Oder in ihr. Na? So, gut. Ich schaue hier nochmal auf eine spirituelle Botschaft für dich. Nee, warte mal, ich mach's mal anders. Ich will mal wissen, welcher Engel dich momentan begleitet. Welcher Engel dich hier so dermaßen jetzt pusht, damit du hochkommst. Michael, sei dir klar über deine wirklichen Wünsche und fokussiere dich mit unerschütterlichem Glauben darauf, sie zu realisieren. Kristallklare Intentionen. Wenn diese Karte kommt von Erzengel Michael, die spricht für Veränderung. Hier steht eine Veränderung an. Sehen wir hier auch mit dem Antenkreuz, ne? Und Erzengel Raziel, ich verhelfe deiner spirituellen Sehfähigkeit zu vollem Erwachen, damit du klar die Liebe Gottes in allem sehen kannst. Ich sag's ja.
Ne? Es kann wirklich sein, dass viele ihr eigenes Gegenüber unterschätzen. Dabei hat er so viel auf dem Kerbholz oder sie. Wie gesagt, es wird hier nicht auf alle zutreffend sein. Macht euch das bitte bewusst. Aber es ist so, ja. Der ein oder andere ist wirklich so drauf. So, und hier geht es nun darum, Dinge wirklich klarer erkennen zu können. Und das ist dieser spirituelle Aufstiegsprozess, ja. Dass du hier wirklich gewisse Dinge und Erkenntnisse von einer höheren Warte aus sehen kannst. Ich glaube, dein Gegenüber muss dir selber auch so ein bisschen spirituell angehaucht sein. Irgendwie, er weiß auf jeden Fall sehr viel von dir, ne? Wie gesagt, der beobachtet dich auch. Der hat dich auf dem Schirm. Der hat dich nicht aus den Augen gelassen. Absolut nicht. Und dann muss ich hier einfach noch zurückhalten. So. Die Erleuchtung. Schau von der höchsten Warte aus. Sieh das Göttliche in jedem Menschen. Siehst du, was habe ich dir gerade gesagt? Darum geht es, ganz genau darum geht es, um eine Erleuchtung für dich zu bekommen. Dass du hier für dich selbst eine Erleuchtung erreichst, weil du irgendetwas noch nicht klar sehen und noch nicht klar erkennen kannst. Darum geht es jetzt hier im Endeffekt, damit du es sehen und erkennen kannst. Ne? Und dabei wirst du gerade echt mächtig unterstützt. Sei ein Leuchtfeuer, sei eine Inspiration, leuchte anderen den Weg. Hier geht es darum, dass Erlernte oder Gelernte später selbst einmal anzuwenden und Leute dahingehend zu unterstützen, die einst selbst mal in deiner Energie, in deiner Situation waren. Na? Sei ein Vorbild, leuchte anderen den Weg. Leuchte anderen den Weg. Das ist die Devise hier. Und es kann wirklich durchaus möglich sein, dass du dein Gegenüber schon längst den Weg geleuchtet hast, du es aber jetzt hier noch gar nicht weißt. Und er darüber schweigt oder sie, was vonnöten ist, weil du hier einfach dich um dich selbst kümmern sollst, ja. Und irgendwann wird der Kontakt dann auch wieder hergestellt werden, logischerweise, ne. Du hast ihm den Weg geleuchtet, das ist dir hier gar nicht bewusst. Nun geht es darum, dass es dir bewusst gemacht wird. Aber dazu ist es erstmal vonnöten, all das, was negativ behaftet war an dieser Angelegenheit, aufzulösen, ja, und um Heilung abzugeben, damit du in einer neutralen Stellung ankommen kannst. Hier ist irgendwie ganz viel Liebe, ganz, ganz viel Liebe, die transformiert wird. Die Liebe zu sich selbst, die Nächstenliebe, ganz viel Liebe. Schön. Und ich spreche jetzt nicht von der Liebe zu deinem Gegenüber. Nein, das ist die Liebe in allererster Linie zu dir selber. Löse Beziehungen auf. Lass jetzt los. Vergebung bedeutet Freiheit. Ganz genau. Richtig. Darum geht es hier nämlich, ne? Dich von negativen Bindungen zu lösen, die dir nicht mehr dienlich sind, diese aufzulösen, in Vergebung zu bringen. Das, was passiert ist, kannst du sowieso nicht mehr ändern. Das, was du jetzt machen kannst, ist einfach die Angelegenheit, dies von einer höheren Warte aus zu sehen und zu betrachten. Na? Wie gesagt, es ist hier nur eine kleine Gruppe angesprochen. Es sind nicht viele. Viele, die sind noch sehr niedrig schwingend unterwegs, was ihr Gegenüber betrifft. Es gilt jetzt hier, glaube ich, eher an diejenigen, die kurz davor sind, ne? Hier ihren eigenen Durchbruch zu haben. Und das ist schön, das ist echt toll. Seelenzufriedenheit. Würdige deine Einmaligkeit für das, womit du dich wohlfühlst. Genau, schau auf dich. Du machst das, was dir gut tut. Wir haben hier auch die Gemeinschaft auslinkt, ne? Hier ist die Gemeinschaft angezeigt. Hol die Menschen in dein Feld, die dir einfach gut tun, die dir dienlich sind. Ja? Und die dir auch positive Schwingungen und Frequenzen rüberschicken, damit du dementsprechend davon profitieren kannst, um die auch anzunehmen. Ne? Du musst versuchen, höher zu schwingen. Höhere Schwingungen bedeutet einen höheren Aufstieg. Ja? Also wenn du hoch schwingst, dann ziehst du selbiges natürlich auch an.
Ruhe in vollkommener Liebe, erfasse die Einheit. Dankeschön, liebe geistige Welt. Ja, mehr gibt es hierzu eigentlich auch nicht zu sagen. Das ist genau das. Also die geistige Welt bestätigt mir hier das, was ich im Vorwege schon gesagt habe. Und hier heißt es noch, gib dein Ego auf. Ganz genau, gib dein Ego auf. Also die Legung ist hier sehr, sehr passend und stimmig. Finde ich super. Toll. Erfasse die Einheit, erfasse hier das Ganze. Das Ganze Geschehen, das Ganze drumherum. Und das, was fehlt, wird zu dir kommen. Ja? Damit du auch selber für dich nachher eine eigene Entscheidung treffen kannst. Wie es für dich weitergeht, für deine Zukunft, was du machen wirst. Das wird dir alles hier noch klarer werden. Hilfreiche Personen werden dir dabei helfen. Dir werden Personen in dein Leben geschickt, die dich dahingehend unterstützen werden. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, ne? Umgebe dich mit Menschen, die dir gut tun, die nicht niedrig schwingend sind, die hochschwingend sind, ja. Damit du eben auch von diesen Energien profitieren kannst und andersrum genauso. In den kommenden Wochen. Perfekt. Ich kann es nicht anders sagen. Danke für diesen tollen Dialog. Liebe geistige Welt, toll, super. Ja, es gibt hier nichts mehr hinzuzufügen. Es ist einfach das perfekte Timing da, dass du dich jetzt in die Lüfte erhebst. Es ist einfach so. Erhebe dich in die Lüfte, lass dich in die Lüfte erheben, wenn du nicht weißt, wie es geht. Erstens, es kommt von ganz alleine. Zweitens, sei offen dafür und im Vertrauen, wenn du es wirklich möchtest, ja. Und drittens, bitte darum. Du kannst die da oben drum bitten, deine geistigen Führer, ja, die Erzengel. Hol sie dir alle ran, um dich dahingehend zu unterstützen. Und in den kommenden Wochen, es dauert hier nicht mehr lange, in den kommenden Wochen wird sich hier bei dir schon etwas zeigen. Die ersten Früchte, die einst gesät worden sind, die Samen, die wirst du sehen können. Ja, das wird hier Früchte tragen. Du wirst es sehen. Du wirst es wirklich sehen. Und mit sehen meine ich auch wirklich dieses physische Sehen, ja, mit den Augen. Veränderung, erste kleine positive Schritte, die eingeleitet werden, wirst du wirklich klar erkennen können. Das ist nichts, das im Unterbewusstsein sich abspielt. Nein, das wird ins Bewusstsein gezogen, damit du es auch sehen kannst, ja? Damit endlich für dich etwas greifbar ist, damit du damit arbeiten kannst und so und demnach natürlich auch ins Vertrauen gehen kannst, weißt du? Sehr schön, tolle Botschaft, starke Message, das muss ich schon sagen. So, welche Sternzeichen haben wir dann hier? Guck mal bitte als allererstes auf dein eigenes Sternzeichen, ja? Und lass hier mal dein Gegenüber raus, auch wenn er, der hat hier nur eine kleine Nebenrolle, ja? Du bist hier der Hauptdarsteller. Jungfrau. Waage. Stier. Wassermann, Löwe. Der Widder. So, dann hoffe ich mal, diese Legung war dir hier sehr, sehr dienlich und du konntest dir für dich selbst einen wichtigen Impuls mitnehmen. Ich danke dir für dein Einschalten und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann!